Ey Freundin, was geht ab, ihr Lieben? Willkommen bei unserem neuen YouTube-Video. Ich heiße Stefan. Ich bin Lara. Und zusammen sind wir. Ey Freundin! Auf jeden Fall sind wir noch gar nicht so lange wach. Wir waren gerade mit den Hunden draußen, haben jetzt einiges zu erledigen und es wird was Spannendes passieren, aber das verraten wir euch jetzt noch nicht. Wir fahren jetzt erstmal zum Bäcker und danach direkt zu Fressnapf, denn wir müssen Windeln für Simba kaufen. Warum weil eigentlich? Der macht immer Pipi ins Auto, weil er aufgeregt hat oder... Aufgeregt ist oder Angst hat, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall braucht er ein paar Windeln. Ja, einfach jeden Samstag das Gleiche hier. Schlange bis zum Nordpol. Zeig mal deine Beute. Hier, 12 Euro Brötchen. Jetzt sind wir gerade bei Fressnapf und wir kaufen hier immer Rinderlunge für die kleinen Süßen. Oh yeah. Lecker. So, Nummer 16. 2,80 Euro. Geil. Und Windeln brauchen wir. Das ist zwar M, Simba ist nicht so schwer, aber der hat so einen fetten dicken Hintern. Dicken Popo. Dicken Arsch. Wir haben zwei Lollis von Fressnapf bekommen. Einmal in Gelb und einmal in Cola. Welchen willst du? Cola. Hier. So, Freunde, das ist unser Samstagsfrühstück hier. Zwei frickin' Brötchen und ein Käse-Croissant. Und was hast du da Schönes? Ich habe zwei normale Croissants und ein Brötchen mit Käse und Salat und ein Erdbeerkuchen. Und was gucken wir jetzt dabei beim Frühstück? Joko und Klaas. Okay. So, ihr Lieben, wir kommen in unserem Zockerraum. Die ein oder anderen kennen auch diesen Raum schon von unseren Livestreams, denn wir haben schon mal diese Wand da gestrichen, beziehungsweise ey, Freundin hat die gestrichen. Und wir haben auf jeden Fall jetzt vor, dieses Zimmer hier aufzuräumen, damit das ein richtig cooles Zockerzimmer wird. Das sind auch noch ganz viele Kleider, Säcke, die wir noch spenden möchten. Und ja, ey, Freundin, kriegen wir das hin? Es war letztens schon aufgeräumt und dann kamst du und hast alles zugemüllt. Boah... Wir müssen jetzt erstmal diese Holzdinger hier und die Dinger und den alten Tisch und den alten Tisch auf den Speicher bringen, bis der nächste Sperrmüll kommt. Auf geht's! Auf geht's! Hey, nicht alles kaputt machen. Mal gucken, ob da noch ein Platz ist. Kannst du dich noch daran erinnern, wo ich mich hier versteckt habe, wo ich dich erschrocken habe? Wow! Wie sieht's da oben eigentlich aus? Wow! Hier kann man eigentlich voll die geheime Kuschelbude machen. Hier kann man voll die geilen Sachen machen, aber es ist einfach voll. Der Tisch muss jetzt auf jeden Fall noch umgedreht werden, weil da ist die Steckdose, wie ihr sehen könnt. Und sonst macht das alles keinen Sinn. Deswegen. Und was müssen wir noch machen? Schau mal hinter dir. Wir müssen das abmachen. Wir müssen das abschrauben. Oh. Let's go, Handwerkerin Lara Müller! Das Ganze sieht jetzt so aus. Eine kleine Leiter. Ja, cool. Soll ich drüber streichen? Nee, würde ich nicht machen. Das ist jetzt viel zu aufwendig und du wirst wahrscheinlich eh nicht genau diesen Farbton hinbekommen. Wir hängen da einfach ein Bild drüber. Okay. Kleines Update, Leute. So sieht es zurzeit hier aus. Auf jeden Fall schon etwas besser als vorhin. Ich gehe nochmal ein Stückchen zurück. Das ist nur noch die Ecke, die ein bisschen entwuselt werden muss. Genau. Zum Beispiel der gute Tannenbaum und diese Kisten und so wollen noch alle hin müssen. Yes. Ja. Aber sonst sieht es schon viel ordentlicher hier aus. Und ja, jetzt geht's zu Oma und Opa. Ab zu Oma und Opa, PC abholen! Wir sind jetzt auf dem Weg zu meinen Großeltern, haben uns noch frisch gemacht, waren duschen. Jetzt riechen wir auch wieder supi geilo. Und ja, Rocky und Simba sind natürlich auch am Start. Ich hoffe, ihr seht die beiden. Wir zeigen euch mal, wie Simba die Windel anhat. So, hier ist Simba mit seiner Pampers. Ich finde, das steht dir richtig gut. Meine Lieben, wir sind bei meinen Großeltern angekommen und haben schon den PC getestet und ich bin überglücklich. Ich habe schon Schweißausbruch bekommen, weil ich habe schon gerade einmal kurz gezockt und ich freue mich gerade wie ein kleines Kind. Auf jeden Fall, ich drehe mal kurz die Kamera. Das ist der PC. Schaut mal, wie geil der einfach aussieht. Wir haben den jetzt mal provisorisch erstmal hier an den Fernseher angeschlossen und es läuft einfach alles perfekt. Ich werde bald Counter-Strike Global Offensive streamen, meine Freunde. Hier ist der Meister, der alles angeschlossen hat, Mike Neumann. Klar. Großes Dankeschön nochmal an dich, mein Lieber. Hier ist Opa versteckt sich wieder. Hey, Opa, nicht verstecken. Ja, kannst du mal ganz kurz Infos raushauen, was da überhaupt alles drin ist? Weil ich habe ja keine Ahnung davon, aber du weißt doch Bescheid. Ja, was hast du da drin? Du hast einen i9 da drin, ja. Aktuellen. Okay. 10. Generation. Mhm. Du hast 32 GB RAM, HyperX, okay. Predator Edition. Du hast momentan erstmal eine schwache Grafikkarte, eine 1660, mhm. Super aber, mit besseren Arbeitsspeicher drauf. Okay. Und du hast eine Samsung M2 Festplatte, eine Pro-Serie von Samsung, die hat 7000 MB die Sekunde schreibt. Perfekt. Und liest, ganz grob. Geil. Also
Damit hast du lange Ruhe und du hast eine vernünftige Wasserkühlung von Beer Quiet. Boom! Ja. Dann wird nicht mehr heiß. Also mein Onkel kennt sich aus, Leute. Falls ihr Dings Anfragen habt, ne? Könnt ein bisschen Cash machen, einfach anschreiben. Der baut euch das Ding zusammen. Wir sind wieder auf dem Rückweg und ich habe hier einen ganz, ganz happy Typen neben mir sitzen. Warum bist du so happy? Ja, mein Gaming-PC ist fertig und der kommt jetzt nach Hause und dann wird gezockt. Gezockt, woo! Ich habe übrigens Erdbeeren von Oma Bärbel mitbekommen. Die werde ich jetzt erstmal ein bisschen snacken im Auto. Und ich glaube gleich weiter snacken, weil du wirst zocken gehen, ne? Auf jeden Fall. Gut. Ich bin heute nicht mehr ansprechbar. Super! Wir sind zu Hause! Boah, das war fast synchron, naja. Okay, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon im Hintergrund seht. Der PC steht auf jeden Fall. Woo! Ihr kriegt jetzt nochmal ein Close-Up, okay? Let's go. Viel Spaß. So sieht das Ganze von vorne aus. Und so sieht das Ganze von der Seite aus. Ich finde es auf jeden Fall mega, mega stylisch. Ich bin richtig, richtig happy. Das ist jetzt hier noch ein alter Asus-Monitor von mir, den ich schon Jahrzehnte gefühlt habe. Aber der erfüllt seinen Zweck auf jeden Fall immer noch. Ich bin zufrieden damit. Ich werde mir aber noch demnächst ein, zwei neue Monitore dazu holen. Das ist eine Tastatur, war auch mega günstig eigentlich. Ich glaube, ich habe 20, 30 Euro für die Tastatur bezahlt. Ein riesen Mauspad, Logitech Maus. Die habe ich auch früher schon, wo ich 15, 16 war, hatte ich schon das Modell, habe ich mitgezockt. Und ja, ansonsten habe ich mir noch das Headset geholt hier. Das ist ein Razer Kraken X, glaube ich, ist das. Und ja, so sieht das auf jeden Fall soweit aus. Mir gefällt es richtig gut, Leute. Ich finde es auch ganz toll, ja, wenn jemand fragt. Okay, und natürlich müssen wir das Ganze jetzt noch pimpen, aber wie gesagt, das ist jetzt gerade aufgebaut. Anfang. Und da wird natürlich noch einiges kommen, Leute. Bist du stolz, ey, Freundin? Ich bin ganz stolz Super. Auf dich, wie du jetzt jeden Tag zocken wirst. Simba, bist du auch happy? Yay! Bist du happy? Rocky, bist du happy? Guten Morgen, Freunde. Guten Morgen, es ist Sonntag. Es ist Sonntag, unser Vlog ist noch nicht beendet. ja, auf jeden Fall, ich habe gestern, beziehungsweise heute, von gestern auf heute, die Nacht einfach durchgezockt, Leute. Ich habe bis 5.30 Uhr ungefähr gezockt und es war so geil, es hat so Spaß gemacht, aber jetzt habe ich nur ungefähr 3-4 Stunden gepennt. Ja, aber es war unglaublich schön. Was machst du da jetzt, ey, Freundin? Ich mache Sandwiches, aber ich habe vergessen, die Wurst drauf zu machen. Toll. Deswegen muss ich die jetzt noch nachträglich drauf machen und jetzt kommen die nochmal rein. Aber bei deinen vergesse ich die nicht, versprochen. Das ist nett. Danke, danke. Was steht denn heute noch so bei dir an eigentlich? Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Schulprojekte beenden. Also ich habe noch zwei auf jeden Fall, die noch komplett fertig gemacht werden müssen. Mhm. Und dafür nehme ich mir den Sonntag. Und wir müssen noch Videos vordrehen für die Woche, damit es nicht so stressig wird. Für TikTok meinst ja, du? Für TikTok. Das ist richtig. Ey, Freundin hat ein leckeres Frühstück bezaubert. Sandwich-Frühstück. Dankeschön. Bitteschön. Guten Appetit. Guten Appetit. Und lassen Sie es sich schmecken. Danke. Mit diesem wunderschönen Frühstück werden wir diesen Vlog jetzt beenden. Wir hatten auf jeden Fall mega Spaß, wie immer. Aber volles Rohr. Volles Rohr. Ja, das ist jetzt mittlerweile schon unser dritter Vlog. Ja. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, erstens, wie ihr den coolen PC findet. Zweitens, was ihr so als nächstes sehen möchtet, vlogmäßig, ob euch da irgendwas interessieren würde. Und ansonsten würde ich sagen, wie immer, bitte abonnieren. Glocke anmachen, folgt uns bei Insta, bei TikTok, wo auch immer. Kommentiert, was ihr wollt. Genau, kommentiert, was ihr wollt, spammt die Kommentare, würden uns freuen. Und wir sehen uns im nächsten Vlog in ein paar Tagen. Tschüss! Ciao!